Willkommen bei One to Punch, ich bin Vitali Becker. Heute zeige ich euch zweite Möglichkeit, wie eure Hände bandagieren. Viel Spaß dabei! Die nächste Möglichkeit ist ein bisschen komplexer, aber damit könnt ihr eure Knöchel viel vorne richtig schützen. Das heißt, ihr macht hier so eine Falten rauf, so eine Polsterung und dann macht ihr das einfach so, wie ihr das immer gemacht habt, langsam ran und dann geht ihr auf den Handgelenk, auf euren Daumen, wieder auf eure Polsterung rauf und so macht ihr Stück für Stück eure Hand richtig fest, so dass ihr dann eure Knöchel sehr gut schützt und gesund trainiert. Und das ist immer super wichtig, wie ihr das schon kennt von One to Punch. Jetzt kann ich stärker machen. Fixieren. Fester ziehen. Und Handgelenk festziehen. Und so habt ihr hier sehr schöne Polsterung. Man sieht vielleicht das nicht so gut, aber wenn ihr eine längere Bandage habt, das ist 3,50 Meter, klappt trotzdem. Je nachdem, wie groß eure Hand ist, könnt ihr trotzdem diese Polsterung schaffen. Das ist sehr stabil. Man kann sehr gut arbeiten. Okay Leute, das war die zweite Möglichkeit, wie ihr eure Hände bandagiert. Ich hoffe, ich könnte euch weiterhelfen. Wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.